Ja, hallo zusammen. Ich habe vor einiger Zeit dieses Bild hier auf Instagram gepostet und habe ein Video dazu angekündigt, das ihr heute seht. Und ich habe gefragt, welcher Künstler das wohl sein mag. Und die meisten haben auf Edward Hopper getippt. Es handelt sich aber um Fairfield Porter, einen nicht minder bekannten US-amerikanischen Künstler. Und ich habe mir dieses Motiv ausgesucht, weil er tatsächlich ein Bild gemalt hat, Wäscheleine. Und ich wollte es halt ein bisschen interpretieren. Nachmalen kann ich es nicht. Der Mann ist noch nicht so lange verstorben und der wisst ja, das Urheberrecht in Deutschland erst erlischt 75 Jahre nach dem Tod des Künstlers. Also folglich habe ich mir halt einfach eine geeignete Vorlage ausgesucht. Und Edward Hopper und Fairfield Porter haben einiges gemeinsam, wobei Fairfield Porter noch ein Stück weitergegangen ist, so aus meiner Wahrnehmung. Er hat die Formen von Bildern noch weiter vereinfacht. Ihr seht, dass die Skizze hier sehr stark vereinfacht ist. Es hängt jetzt nicht nur mit dem Video zusammen, sondern weil ich einfach das nochmal zeigen wollte. Beim ersten Versuch ist mir das nicht so ganz gelungen. Ich habe halt da doch bin ich wieder auf meine Art zu malen gekommen und habe halt Übergänge gemalt und ich möchte heute mal wirklich versuchen, wirklich nur klar voneinander abgegrenzte Formen zu malen. An Farben habe ich Paints Grau, wer das nicht hat, der kann auch Ultramarin und Eisenoxidschwarz mischen, dann kommt er auf eine Farbe, die so ähnlich ist. Ultramarinblau, Kylinblau, Cadmiumrot, Cadmiumgelb und Titanweiß und Pinsel. Ja, da habe ich einen Spitzpinsel Nummer 1. Ein Schrägpinsel, könnt aber auch einen Flachpinsel nehmen, Nummer 5. Ein Breitpinsel, ein Synthetik-Breitpinsel, der relativ weich ist, damit ich schnell den Himmel gemalt habe. Und für die ganzen Linien hier halt ein Linierpinsel, Nummer, keine Ahnung, kann man nicht mehr lesen, ich glaube auch Nummer 1. Vielleicht nehme ich irgendwann noch einen anderen Pinsel, aber ihr seht, dass ich zum Beispiel jetzt keine Borstenpinsel verwende, weil die verwende ich halt eher zum Verblenden, wenn ich so Übergänge schaffen möchte. Hier seht ihr schon zwei Pinsel, die ich normalerweise nicht verwende, weil ich ja nicht so der Freund bin von kleinen Pinsel, aber da ich jetzt das kleine Format fürs Video verwende, machen wir das mal so. Ich wässere jetzt mal kurz den Untergrund, damit mir die Farbe nicht zu schnell trocknet. Und ich werde jetzt heute nicht so viel erklären, weil es ja nun im Prinzip alles einfach ist. Ich sage dann nur, so wird die Farbe gemischt und dann malst du die Fläche aus. Ist so ein ganz klein wenig wie Malen nach Zahlen. Da könnt ihr mal googeln, Bilder von Fairfield Porter mal gucken, dann seht ihr seine Art zu malen. Zum Teil hat er natürlich auch Übergänge gemalt, aber ich übertreibe es jetzt heute einfach mal so ein bisschen. Ja, für den Himmel verwende ich wie immer Kylinblau mit Weiß, wenn das am einfachsten ist. So, dann mache ich weiter mit dem Dach und dem Kamin. Wobei beim Kamin muss ich halt ein bisschen gucken. Den werde ich nicht in der Originalfarbe machen, eben auch um es zu vereinfachen. Die ganzen extrem dunklen Flächen, dafür nehme ich halt das pure, fast pures Paintsgrau her und ansonsten helle ich mir das einfach ein bisschen mit Weiß auf. Und es ist jetzt davon abhängig, wo die jeweilige Fläche ist, ob ich eben stark oder weniger stark aufhänge. Das ist halt mit der Farbe hier halt wirklich sehr gut und einfach zu steuern. Braucht da nicht viel nachdenken. So, das Dach oben ist natürlich klar, da fällt die Sonne relativ senkrecht drauf. Das ist ziemlich hell. Die Bildvorlage ist jetzt vom Lichteinfall nicht perfekt. Weil das Licht relativ stark von oben kommt und ich jetzt keine tollen seitlichen Schatten habe, mit denen ich Tiefe reinkriege. Aber das ist eben auch die besondere Malweise eben vom Fairfield Porter, dass er eben auch nicht unbedingt jetzt klassische, realistische Malerei gemacht hat, wo ganz klare Tiefenverhältnisse im Bild sind.
Also ich nehme an, dass das Licht ganz leicht von rechts oben fällt, deswegen mache ich den Schatten jetzt hier links. Das schließe ich daraus, weil die Seite der Hütte hier halt deutlich dunkler ist als die Vorderseite. Die habe ich jetzt ein bisschen zu dunkel gemacht. Dann gehe ich jetzt einfach mit der Farbe hier nochmal, die ich am Pinsel habe, drüber, hält sie damit geringfügig auf und habe dann ziemlich genau die Farbe, die ich haben möchte. So, die Fläche ist dunkler als das Dach, aber nur geringfügig dunkler. Also genau die Tonwerte hinzukriegen, das ist das eigentlich Schwierige an dem Bild. Ich glaube, ich habe das Dach ein bisschen zu dunkel gemacht, aber ich lasse es jetzt so. Wenn ihr merkt, dass es nicht passt, dann müsst ihr es halt ein bisschen aufhellen. Dann mischt ihr euch die Farbe halt einfach neu an. Das ist ja hier zum Glück sehr einfach möglich. Zwei Farben mischen, ich glaube, das kriegen sogar Anfänger sehr einfach hin. Wobei die Pinselführung jetzt gerade nicht unbedingt was für Anfänger ist. Es ist doch relativ anspruchsvoll, diese ganzen geraden Kanten perfekt hinzukriegen. Da wisst ihr vielleicht auch, dass das jetzt nicht unbedingt meins ist. Da könnt ihr jetzt sehen, der Kamin verschmilzt so ein bisschen vom Tonwert mit dem Dach. Ne? Ich werde den jetzt ein ganz klein wenig dunkler noch machen. Also diese klare Kante, dass der ein bisschen besser verortet. So, und dann kommt nur die Wand hier. So, da das Licht da von oben kommt, wirft die Dachkante nach unten natürlich einen tiefen Schatten und den füge ich jetzt nur ein hier. Ja, ihr seht, dass das Motiv, obwohl es an für sich einfach aussieht, einen ganz erheblichen Arbeitsaufwand hat und deswegen mache ich halt sehr viel Zeitraffer und spul vor, weil es ist ja nun relativ langweilig, mir jetzt zuzusehen, wie ich halt diese Flächen halt alle ausmale. Es reicht im Prinzip, wenn ich einmal das erkläre und ihr könnt es dann nachmalen. So, beim Kamin, da nehme ich mir Cadmiumrot, hält es ein ganz klein wenig mit Weiß auf, damit es nicht zu knallig wird. Ich möchte nicht den Schwerpunkt des Bildes auf den Kamin haben. Die gleiche Farbe kann ich jetzt hier für die Tür hernehmen. Wenn ihr euch das Originalfoto anseht, das habe ich unten verlinkt wie immer, blende ich hier auch ein, dann seht ihr, dass der Tonwert von dem Rot hier oben und hier an der Tür fast identisch ist. Hier mit dem Fenster weiter, relativ einfach. So, dann kann ich das Weiß auch gleich hier verwenden. So, man kann jetzt hier in dem Fenster noch Schatten erkennen und kann man jetzt natürlich auch weglassen und das alles einheitlich wieder in einer bestimmten Farbe ausmalen, zum Beispiel jetzt mit dem Kylinblau. Ich gebe mir jetzt trotzdem die Mühe und zeige euch das zumindest einmal, was ich da gemacht habe. Und zwar habe ich mir das genau angeguckt und habe halt geschaut, wo laufen da Linien entlang und habe dann eben festgestellt, dass hier dieser Vorhang hier so einen Schatten wirft, der so leicht nach unten V-förmig zuläuft. Ich brauche jetzt eben die dunkle Farbe hier, um dem Auge klar zu machen, was ist denn das eigentlich, ne? Wo fängt der Rahmen an und wo hört er auf. Ich gebe jetzt noch ein ganz klein wenig Kylinblau dazu. Das ist praktisch der Himmel, der sich da drin spiegelt. Das ist im Original nicht so. So, jetzt mache ich, weil ich den kleinen Pinsel gerade in der Hand habe, hier das Meer im Hintergrund. Das ist halt einfach auch Kylinblau. Mit ein bisschen Ultramarin. Und ein bisschen Weiß. So, ja, und jetzt könnt ihr euch schon denken, was als nächstes kommt, weil die Wäsche, weil die Wiese selber, die ist eigentlich sehr einfach zu malen. Ne? Ich merke gerade hier oben die Kamine, die gefallen mir einfach nicht. Da fehlt es irgendwie an Tiefe.
Und ich werde jetzt Folgendes machen. Ich nehme Brot mit ein bisschen was von dem Painsgrau und werde hier einfach auf der linken Seite nochmal so einen dunklen Strich machen. So, jetzt kommt die Wäsche dran. Da mache ich es mir halt sehr einfach. Mische ein sehr tiefes Blau mit Paintsgrau und Ultramarin. Und damit wird hier erstmal das erste, was immer das ist, ausgemalt. Also hier könnt ihr auch sehen, halt an der Art und Weise, wie ich jetzt male, dass der Pinsel halt komplett die falsche Größe hat, beziehungsweise das Format ist falsch. Das müsste halt größer sein. Also dieses Klein-Klein ist halt ein bisschen doof. So, jetzt habe ich nur mehr Blau dabei gemischt. Und also ich halte mich da jetzt nicht sklavisch an die Vorlage. Das ist einfach nur, zum Beispiel hier brauche ich halt einen stärkeren Kontrast. Und deswegen helle ich die Farbe jetzt halt ein bisschen auf. So. Da seht ihr jetzt, wie wichtig ist, dass der Hintergrund eben nicht so dunkel ist, weil sonst wird es jetzt hier dieses im Wind flatternde Etwas halt nicht genügend davon abheben. So, und damit habe ich halt genügend Kontrast. Ja. Ich möchte jetzt ein bisschen mehr Kontrast hier zu den knalligen Farben hier auf der Ecke haben und werde deswegen jetzt einfach mit Rot weiterarbeiten. Das bin ich mal gespannt, was das ergibt. So, hier oben ist nur so ein Streifen, so ein dunkler Schatten. Wieder der einfache Trick. Ich nehme das Rot und gebe ein ganz klein wenig was von dem Paintsgrau dazu. Es gibt so eine Mischung aus Violett und Braun. So, da mache ich jetzt wirklich nur einen Strich. Keine Übergänge, Herr Jana. So. Und die gleiche dunkle Farbe verwende ich jetzt hier. So, für dieses Ding hier in der Mitte brauche ich jetzt einen relativ sauberen Pinsel. Ich nehme mir Weiß und gebe dazu ein ganz, ganz, ganz klein wenig Rot, damit ich halt einfach in der Farbgebung hier einheitlich bleibe. Gibt einen ganz feinen Pinkton. So, das ist einfach nur so eine Fläche und damit es halt ein bisschen mehr Glaubwürdigkeit bekommt, mache ich jetzt halt noch ein paar Schatten. Also ich habe wieder Rot mit Paintsgrau gemischt. Gibt so ein etwas dunkleres Violett. Und wenn ihr euch die Vorlage anschaut, dann seht ihr da halt überall so Schatten. Und die verblende ich jetzt eben auch nicht, sondern mal hier wirklich. Und dann ist dieses Wäscheteil halt auch fertig und jetzt fehlt nur noch der Vordergrund. So, ich mische mir jetzt ein fröhliches Grün. Dann nehme ich immer gern Ultramarin dafür her. Und um das Ganze ein bisschen wärmer zu bekommen, gebe ich noch ein bisschen Rot dabei. Dann normalerweise mische ich ja die Farben nicht aus, dass ich viele verschiedene Farben habe. Hier mische ich sie jetzt relativ stark aus. Mal gucken, hier seht ihr übrigens den Effekt. Wir haben hier jetzt lauter nicht deckende Farben. Das heißt, das mache ich dann, das nehme ich nicht mehr auf, das werde ich im Nachhinein nochmal machen. Also ich werde hier nochmal mit einer zweiten Schicht grün drüber gehen müssen, damit der Untergrund halt abgedeckt ist. So, jetzt werden wir hier hinten noch den Strand einfügen. Dann nehme ich einfach ein bisschen Gelb, ganz klein wenig Rot und einen Hauch von dem Ultramarin. Und das Ganze helle ich mit Weiß auf. So, jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Nämlich das Einfügen der Wäscheleine und der beiden Pfosten. Dann nehme ich mir Weiß, ein bisschen Rot, wird so leicht pink, dann Gelb dabei, dann kriege ich nämlich so einen ganz hellen Orangeton, den nehme ich dann für die
für den Pfosten hier. Und auf der rechten Seite, ach Entschuldigung, auf der linken Seite ist die Farbe dann halt einfach ein bisschen dunkler, ist ein dunkleres Orange. So, auch da könnt ihr jetzt hingehen und könnt wieder sagen, so mehr Tiefe rein, die eine Hälfte vielleicht ein bisschen dunkler, die andere heller, nur mit Blick auf den Künstler, den ich heute versuche zu imitieren, lasse ich das mal weg. Und ich habe jetzt hier vom Kohle, von der Kohle, von dem Kohlepapier den Strich, der ist eigentlich schon fein genug. Wir probieren es trotzdem, nehmen uns ein bisschen was von dem Paints Grau. Jetzt drehe ich den Pinsel so, dass er halt wirklich messerscharf ist. Und ich arbeite jetzt mit dieser messerscharfen Kante. Und ihr seht, dass ich hier tatsächlich einen dünnen Strich damit hinkriege. Für die Schnur auf der Seite mische ich dem Paints Grau ein ganz klein wenig Weiß dazu. Oder sogar deutlich mehr Weiß. Damit ich mehr Kontrast kriege und damit das, die Schnur sich halt gegen den Hintergrund nochmal abhebt. So, letzter Schritt, habe ich ja gesagt, vorne noch mal ein bisschen aufhellen. Ich habe einfach ganz viel Gelb mit wenig Ultramarin gemischt. Und zwar an der Stelle, wo ich vorher die andere Farbe gemischt habe. Das heißt, es ist wahrscheinlich ein ganz klein wenig Rot noch mit dabei. Und damit wirkt der Farbton ganz insgesamt halt ein bisschen wärmer. Fairfield Porter ist fertig. ich hoffe, dass diese kleine Skizze, wie immer, eine Anregung für euch ist, mal was Neues auszuprobieren. Und wie immer wünsche ich euch dabei viel Spaß beim Nachmalen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.